Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Eigentlich wollte ich dieses Video ganz entspannt heute Abend drehen, wenn der Karl schläft, ich frisch geduscht bin, ich muss eigentlich meine Haare waschen und alles. Aber jetzt haben wir es 16.30 Uhr, der Karl ist gerade erst eingeschlafen und ich gehe nicht davon aus, dass er heute Abend zeitig ins Bett gehen wird. Deswegen dachte ich mir, dann nutze ich die Chance und drehe das Video jetzt. Ich habe vor 25 Minuten bei einer Hotline angerufen. Ich habe die Warteschleife noch im Ohr. Also es kann sein, dass ich zwischendurch mal ganz kurz mit einem Kundenservice sprechen muss. Ich dachte nicht, dass ich so lange in der Warteschleife bin. Ja, der Karl schläft hier drüben. Ich muss also dementsprechend ein bisschen leise sein. Aber ich habe euch noch gar nicht gesagt, worum es in dem Video geht. Und zwar hat der Karl in wenigen Tagen Geburtstag, in sehr wenigen Tagen. Und ich möchte jetzt seine Geschenke verpacken. Ich werde euch in dem Video dann auch noch zeigen, wie ich die Wohnung dekoriere. Also das wird so ein Geschenke verpacken und Wohnung dekorieren Video. Und ich zeige euch jetzt erstmal das Geschenkpapier. Es ist schon ein Stück her, dass ich das geholt habe. Ich habe das bei DM geholt. Das ist alles so gelb, ja, halt mit gelb und dem Muster. Und jedenfalls habe ich euch vielleicht schon erzählt, dass ich die Deko und alles auch in gelb halte. Das seht ihr jetzt dann gleich. Und dementsprechend, ja, passt es eigentlich ganz gut dazu. Ich habe vorhin Klebeband gekauft und das ist die einzige Schere, die ich gerade besitze, falls man die Brille sehen kann. Und ich würde jetzt einfach mal anfangen, die Geschenke zu verpacken. Was ihr bekommt, habe ich euch ja schon gezeigt. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich das unten drunter. Nein, das ist Geschenkpapier mit Duft. Und wenn man da mit dem Finger drüber geht, fängt das an, nach Zitrone zu riechen. Wasser, Alter. Na, dann nehme ich jetzt das und versuche mal alles da mit zu verpacken. Ich hoffe, das klappt so. Ja, hallo und hier. Okay, krass, das sieht so viel aus. Da sind jetzt alle Geschenke und alles mit einem goldenen Band. Das ist praktisch nicht von uns, sondern von jemand anderem. Also das und das und das, theoretisch. Und die 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und das gehört ja auch noch dazu. Andere Geschenke sind von uns. Und das Geschenkpapier ist alle. So, weiter geht's mit der Deko. Ich muss ein bisschen leise sprechen, weil der Karl ja jetzt schon schläft. Es ist noch sehr hell draußen. Er ist halt ultrazeitig eingeschlafen, was für mich bedeutet, ich habe jetzt sehr viel Zeit zum Dekorieren und werde trotzdem nicht so spät ins Bett kommen. Ja, ich habe hier schon mal den Tisch so in die Position gebracht, wie er morgen stehen soll. Ich habe auch schon, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, okay, wenn ich hier näher komme. Jedenfalls habe ich hier irgendwo oben in der Wand auch schon Nägel eingeschlagen. Ich hole jetzt erstmal die Deko, werde alles auspacken und dann gibt es einen richtig fetten Zeitraffer. Ich habe so coole Sachen gekauft, ich freue mich da schon unfassbar lange darauf, hier zu dekorieren. Und ja, nur zur Anmerkung, es sind 36 Grad, ich bin im Dachgeschoss und ja, aber mir geht's gut. Ich glaube, ich sehe bloß übelst fertig aus. Ja, dann lege ich los. Thank you.
Okay, ich krieg's gerade so drauf. Das Ding ist riesig geworden. Ich blende euch jetzt ein Bild ein, wie lang letztes Jahr war. Ich glaube, da waren es nur 50 und jetzt sind es einfach 100. Und ich zeige euch jetzt mal lieber nicht meine Hände, weil das sieht echt nicht geil aus. Aber mir fehlt hier am Mittelfinger Haut. Und am Zeigefinger habe ich eine Blase vom Zugknoten von den Luftballons. Es tut so schweineweh. Das war echt nicht angenehm. Und da hätte auch eine Luftpumpe nichts geholfen, weil da hätte ich sie trotzdem zuknoten müssen. So, bevor ich euch jetzt das fertige Endergebnis zeige, also ich muss sagen, ich habe jetzt den Tisch noch nicht gedeckt und so, weil mein Geschirr ist halt rosa und das passt überhaupt nicht dazu. Und dann ist es so, dass meine Oma zum Beispiel morgen noch einen großen Blumenstrauß mitbringt. Ich habe jetzt erstmal provisorisch nur den kleinen Blumenstrauß, den ich eh schon hier hatte, hingestellt und so weiter. Also und dann haben wir auch noch einen Kuchen und Muffins, das backt Philipp wahrscheinlich gerade jetzt in der Sekunde. Und dementsprechend wird es dann erst morgen halt alles dastehen. Auf jeden Fall wollte ich euch vorher eben noch was zeigen. Und zwar habe ich noch gelbe Servietten halt dann für den Tisch, fürs Kaffee trinken. Dann habe ich hier eine Packung mit Strohhalm, wo ich die gelb-weißen dann noch raussortieren werde. Für entweder Kaltgetränke, naja, ich habe keinen Kühlschrank, morgen werden 36 Grad. Nee, aber sowas wie Wasser oder Saft, beziehungsweise für Eiskaffee. Und dann haben wir hier noch Kerzen, die kommen auf die Muffins, die Philipp auch gerade backt. Und hier haben wir noch eine Zahl, die kommt auf den Kuchen. Ich hoffe, oder ich bin mir jetzt ziemlich sicher, ich mache davon ja morgen Bilder, dann blende ich das euch jetzt währenddessen schon ein. Und ja, jetzt zeige ich euch das fertige Endergebnis. Ich finde es sehr, 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 sehr cool und sehr stimmig. Und ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr jetzt der Meinung seid, dass es vielleicht so ein bisschen in Richtung mehr ist mehr geht oder ob das ganz angemessen ist. Hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. So, ich bin echt fertig. Es ist noch nicht mal um 10. Es ist halt jetzt schon ganz dunkel und so, weil die Sonne jetzt in der Zeit untergegangen ist. Ich bin sehr zufrieden hier mit dem Gesamtergebnis. Ich freue mich so, wenn morgen der Karl aufwacht und dann ist hier alles bunt und dekoriert und die ganzen Geschenke und so. Und er weiß, dass er morgen Geburtstag hat und ich glaube, er kapiert auch echt schon, dass es was ganz Besonderes ist und so. Er ist auch echt aufgeregt vorhin gewesen, vor dem Schlafengehen. Also ja, ich glaube, das wird morgen echt cool. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich verlinke das letzte Video unten drunter. Und ja, dann bis zum nächsten Video.